Fehlerarten in Elektrotechnik. Folgende Grafik zum Ausfüllen der Fehlerarten kommt gerne mal in Gesellenprüfung vor. Aber woran erkenne ich jetzt welchen Fehler, damit ich hier direkt innerhalb von Sekunden einfache Punkte einkassieren kann? Fangen wir an mit dem klassischen Kurzschluss hier oben. Ja? Das ist eine nahezu widerstandslose Verbindung zweier Pole einer elektrischen Spannungsquelle oder allgemein zweier Schaltungspunkte mit normalerweise verschiedenem Potenzial. Den haben wir hier einmal zweipolig. Und dann haben wir den hier unten einmal einpolig. Das würde bei einer 5-adrigen Leitung so aussehen, wenn ich jetzt hier den L1 und den L2 zusammenpacke, ohne Widerstand, kurz ist Schluss. Oder das Ganze gegen den PE, dann habe ich eben einen einpoligen Kurzschluss. Dann haben wir auf der rechten Seite hier drüben diesen Blitz, der geht ja von dem einen Leiter, aber auf demselben Leiter. Das ist der sogenannte Leiterschluss. Das ist also eine fehlerhafte Verbindung oder Überbrückung zwischen verschiedenen elektrischen Leitern, wenn sich im Fehlerstromkreis der elektrische Verbraucher mit seinem Lastwiderstand oder Teilen des Lastwiderstands befindet. In diesem Fall der Schalter, welcher hierdurch seine Funktion zum Schalten ja verliert, weil ich kann ihn jetzt ein- und ausschalten, aber hier ist ja die Verbindung, das heißt mein Lämpchen hier hinten, das leuchtet weiter, das kann ich gar nicht ausschalten, haben wir schon ein Problem. Darauf folgt dann der Körperschluss. Der Körper ist in dem Fall nicht wir, der Mensch, sondern der Körper vom Betriebsmittel, von meinem Motor hier unten. Seht ihr am Gehäuse? Das ist eine durch einen Fehler entstandene leitende Verbindung zwischen eben Körper und aktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel. Deswegen müsst ihr auch immer alle Schrauben anziehen und damit sich hier auch gar nichts löst. Und dann meistens habt ihr natürlich noch das Gehäuse vom Motor natürlich geerdet, damit in so einem Fehlerfall direkt natürlich die Sicherung auslöst. Dann haben wir unten noch den klassischen Erdschluss. Ja? Der Erdschluss ist eine fehlerhafte oder unbeabsichtigte Verbindung eines Stromkreises mit der Erde. Wenn ihr euch weitere Videos wünscht zu Prüfungsfragen, zu Prüfungsinhalten, aber auch zu Fehlerarten und so weiter, abonniert den Kanal und kommentiert es mir gerne, dann mache ich natürlich Videos noch weiter für euch.